Herzlich willkommen bei N8TV Basteln mit Papier. In diesem Video wollte ich euch nur ganz schnell und ganz kurz was zeigen, was ich gestern Abend gemacht habe. Und dann dachte ich mir, ihr wollt vielleicht wissen, wie das geht, weil sich das super gut anbietet zum Nachmachen. Mein Chaos auf meinem Tisch, soweit ihr es seht, müsste ich jetzt mal ignorieren. Ich hatte noch keine Zeit zum Aufräumen. Und zwar habe ich gemacht diese Mini-Umschläge. Die sind also wirklich ganz, ganz klein. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die haben hier so eine Einstecklasche, so eine Verschlusstasche. So. Die sind halt so gefaltet, dass man hier so eine kleine Tasche hat, wo man halt die Lasche von oben einstecken kann. Und innen drin sind sie sozusagen doppelt. Man muss also diesen inneren Teil wegklappen, damit es da nicht durchfallen kann. Weil jetzt beispielsweise das als Verpackung für Geld geschenkt nehmen wollte, hier vorne würde es dann halt durchfallen. Aber die sind halt extra so gemacht, damit man eben hier diese Lasche hat, um den Umschlag auch zumachen zu können. Ja, die sind jetzt ungefähr 3,5 auf 4,5 cm groß. Ich habe das mit Faltpapier gemacht und zwar ist das 10 auf 10 cm. Wenn ihr die Umschläge größer haben wollt, müsst ihr dann halt größeres Papier nehmen. Quadratisch muss es sein. Ihr braucht dafür eigentlich gar nicht viel. Ihr braucht eben das Papier, ein Lineal und ich nehme noch Klebepads. Ihr müsst es natürlich nicht zukleben, man kann es auch so ohne Kleber lassen. Ich möchte es aber schon ein bisschen stabiler haben, weil man ja eh schon das Problem hat, dass sie halt hier offen sind und man quasi nur hier hinten die geschlossene Tasche hat. Ja, und zwar müsst ihr die Seite, die nachher außen sein soll, jetzt nach unten legen. Dann faltet ihr die untere Spitze auf die obere. Also eventuell, wer es noch ein bisschen schöner haben will, der braucht auch noch eine Schere. Das seht ihr aber gleich. So, und jetzt messe ich mir aus, das sind jetzt 14 cm und die 14 cm, die teile ich durch 3. In meinem Fall wären das dann also 4,67 cm sowas. Und dann kann ich mir entweder da eine Markierung machen oder ich halte es einfach fest und knicke es mir. Also alle drei Teile haben dann diese Größe. Das müsst ihr dann halt ausmessen. Je nachdem, wie groß euer Papier halt ist. Und dann wird das dann rechte Spitze an der Markierung nach links rüber und die linke nach rechts rüber. Die Reihenfolge ist egal. So,
nehme dann die obere Spitze. Welche jetzt oben liegt, ist eigentlich wurscht. Ich habe halt immer die rechte Seite oben und dann knicke ich die einfach, diese Spitze, wieder nach, die nach links zeigt, wieder in die andere Richtung mit der Spitze auf die Ecke. Und dann mache ich das hoch und öffne diese Lasche und drücke die einfach dann so nach unten. Und das ist dann schon meine Tasche. Dann falte ich die Spitze jetzt hier runter, aber nicht abschließend, sondern ich schaue einfach, dass da so ungefähr 1 bis 2 mm Platz sind von der Spitze, die runtergeht, auf die Spitze von der kleinen Lasche. Dann weiß ich, dass das nachher auch gut da reinpasst. So, dann mache ich das alles wieder auf und teile die obere Spitze. Das ist jetzt das, was dann die Zone Tasche innen drin gibt. Und jetzt nehme ich die einfach so, wie sie gefaltet ist, und ziehe sie ein bisschen weiter runter, so ungefähr 1/2 cm vielleicht, und drücke es wieder flach. Und dann nehme ich einfach meine Spitzen zurück, so wie ich es ursprünglich hatte. Dann habe ich jetzt hier innen drin schon eine Tasche. Das hier unten, da öffne ich die eine Seite und falte diese kleine Spitze einfach nach innen rein. So. Jetzt schaue ich einmal, ob meine Spitze da auch in die Tasche passt. Tut sie wunderbar. Jetzt klebe ich das zusammen. Beziehungsweise, wer das jetzt noch schöner haben will, der kann jetzt einfach hier innen dran an der Falz hier einmal einschneiden, auch auf der anderen Seite. Dann klappe ich die nach außen, die entstandenen Spitzen, und schneide die auch hier einmal ab. So, dann sieht es nämlich ein bisschen schöner aus. Und jetzt ist eigentlich schon fertig. Ich möchte es halt jetzt noch zusammenkleben. Und zwar mache ich dafür diese eine Lasche ab. Und setze mir jetzt einfach da hier an die Spitze so ein Klebepunkt dran und guck, dass es gerade ist, und dann klebe ich das einfach hier so fest und fertig ist mein Umschlag. Den habe ich hier geschlossen und da offen und die Tasche fertig. Ist mein Mini-Umschlag. Ja, das war's schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer an dieser Stelle sage ich euch, dass ich mich wahnsinnig über Nachrichten und Kommentare freue. Natürlich auch über Likes. Noch viel mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Der August ist schon bald wieder vorbei. Deswegen wird es als nächstes wahrscheinlich ein Rückblick-Video wieder geben, was ich den August über so gemacht habe. Und ich habe den August ziemlich viel gemacht. Also das wird ein ziemlich langes Video werden. Und ja, besucht meinen Blog www.ernachteulchen-sims.de oder meine Facebook-Seite. Ich habe auch Instagram oder Twitter oder. Vielleicht wollt ihr auch die Umschläge mal nachbasteln. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir mal erzählt,
ob euch die Anleitung geholfen hat, ob das gut geklappt hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Nachthäutchen.